Herzlich willkommen auf meinem Kanal Modeling Works zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon in der Vorschau so ein bisschen gesehen. Es sind seit dem letzten Video einige Sachen passiert. Leider nicht nur schöne Sachen, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Das Leben geht weiter. Worum geht es heute in dem Video? Es geht einmal um den Umzug, den ich gestartet habe, sage ich mal. Und im zweiten Teil geht es dann um das Hochwasser, wo wir halt auch leider mit betroffen waren. Muss man halt einfach so sagen. Wir beginnen mal mit dem Umzug. Und zwar Anfang Januar habe ich ja Nachwuchs bekommen und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass die Wohnung doch etwas zu klein ist. Somit haben wir was Neues gesucht. Am besten mit einem großen Kellerbereich, was ich dann auch gefunden habe. War alles wunderbar. Da konnte ich meine Werkstatt aufbauen und so weiter. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und dazu habe ich ein bisschen die Kamera eingeschaltet. Und was da so passiert ist, das seht ihr als erstes jetzt. So, wir sind ja umgezogen oder sind gerade dabei. Und das Schöne ist, ich habe in Zukunft richtig viel Platz für meinen Modellbau. Ich nehme euch mit, nämlich geht hier eine schöne steile Treppe runter und dann geht's in mein Reich. So. Das geht hier los. So, dann geht's hier rum. Dann haben wir hier noch einen Raum. Und hier kommt zwar Waschmaschine hin, okay, aber hier ist dann noch ein Raum. Ja, die zwei Räume sind für mich. Mehr oder weniger. Hier haben wir dann noch Fahrradkeller. Und hier geht es dann noch rein in den normalen Keller, wo dann das Werkzeug drin kommt. Also ist genug Platz. Wunderbar. Sehr gut, das Teil. Sehr, sehr gut. Wir mussten erstmal eine Säge kaufen, weil der Chetiv hat nicht mal eine Säge, wo wir hier rangekommen wären, zum Absägen. Weil die ist nämlich zu lang, die ganze Fräse. Das heißt, die passt natürlich mal wieder hier nicht rein. So. Der ganze Umzug hat Mitte Mai stattgefunden und dann genau 8 Wochen später, wo ich fertig war mit der Werkstatt einräumen und aufbauen und so weiter, genau 3 Tage später kam dann leider das Wasser, was dann viele Sachen kaputt gemacht hat. Wir konnten noch froh sein, dass wir an dem Tag vor Ort waren und nicht im Urlaub waren, dass wir zumindest auch die Autos retten konnten, die Modelle retten konnten. Und die kleineren Werkzeuge zumindest retten konnten. Aber es sind halt auch viele Sachen, die einfach weg sind, die verschwunden sind, die wir nicht mehr retten konnten, wie zum Beispiel auch die CNC-Fräse oder jetzt Kühlschrank oder Waschmaschine. Also es gibt schon viele Sachen, die auch wirklich fehlen und einfach kaputt gegangen sind. Dazu habe ich natürlich auch die Kamera teilweise ein bisschen angehabt und habe das mit dem Hochwasser so ein bisschen verfilmt. Und ja, das Ganze seht ihr jetzt. Jetzt guckt euch das an. Und das steht hier nicht nur 10 cm, wenn ich hier durchgehe, das sind mindestens 30, 40 cm, was das Wasser hochsteht. Da könnt ihr euch vorstellen, was mit dem Keller passiert ist bei mir. Katastrophe. Katastrophe.
Das ist eine Strömung, ich kann mich ja kaum halten. Ne? Also das ist unglaublich, wie das Wasser hier vorströmt. Ihr seht das vielleicht hier bei mir. Guckt euch das nochmal an. Katastrophe. Mittlerweile ist das Ganze 6 Wochen her. Wir haben jetzt den 22. August. Ich hatte von Anfang an Trockengeräte da unten stehen, habe da auch ziemlich viel Wasser rausgezogen, muss ich sagen. Das waren am Anfang am Tag ungefähr 30 Liter. Mittlerweile ist es wesentlich weniger. Und ich sage mal, meine Kellerbereiche, die sind soweit auch trocken. Ich habe ein Messgerät und ist vielleicht ganz unten noch minimal. Aber ansonsten kann ich in den nächsten Tagen wieder einziehen und werde starten, erstmal vorrichten und neu streichen. Aber an sich werde ich die nächsten Tage dann endlich wieder runterziehen. Momentan hatte ich in den letzten Wochen hier mir professorisch was aufgebaut im Kinderzimmer von dem Kleinen, damit ich überhaupt das mal ein bisschen was machen konnte, damit es überhaupt ein bisschen weiter ging. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. War diesmal ein bisschen anders. Es ging nicht um Modellbau oder 3D-Druck oder sonst irgendwas. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich nochmal um die Werkstatt gehen. Da werde ich dann vorstellen, wenn es dann alles denn funktioniert, so wie es will, was ich alles so eingebaut habe in der Werkstatt, was es da so für Neuerungen gibt. Das wird so ein bisschen das nächste Video sein. Und dann geht es auch endlich mal wieder an den Modellen ran. Es wird ein neues Modell kommen. Ihr seht ja im Hintergrund auch schon ein bisschen was, was so ein bisschen verrät, was kommen könnte. Und ja, irgendwann wird es dann auch wieder eine Bauanleitung geben für ein schönes neues Modell. Bis dahin, ich wünsche euch was, eine schöne Zeit. Tschüss zusammen.